Bisher bei 30.9. In Heilbronn entsteht der neue Bildungscampus. Hier finden drei Bildungsinstitutionen zusammen. Darunter die German Graduate School of Management and Law, GGS. Die German Graduate School ist eine private Stiftungshochschule, eine Business School, die sich auf die Themen Management und Recht konzentriert. Und bei uns kann man nebenberuflich Masterstudiengänge studieren. Lillian kommt ihrem Traum vom dualen Studium einen Schritt näher. Sie laden mich ein, das Unternehmen aus der Region, zum Bewerbungsgespräch. Robert wird von seinem Vorgesetzten Christian überrascht. Die Übernahme von Deckard Industries ist wieder aktuell. Und Sie werden es durchziehen. Und der abspringende Kunde? Den holen Sie wieder ins Boot. Lillian und Robert kommen sich immer näher. Und näher. Und näher. Verdammt! Was ist da jetzt passiert? Frau Wendler? Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch total. Ah, mein altes Büro. Oh. Mhm. Hab's vermisst. Ah, das Neue ist einfach ein Tick zu groß. Und? Es muss alles parallel laufen. Wir übernehmen Deckard Industries und drücken den Preis, weil ihr wichtigster Kunde abspringt. Zeitgleich holen wir den Kunden aber wieder ins Boot mit dem Argument, dass Deckard bald uns gehört und dass wir die Qualitätsmängel abstellen. Wir müssen einfach schneller ziehen als unsere chinesischen Joint-Venture-Kumpels. Ich flieg nächste Woche hin. Hab mich bei Deckard umgehört. Einer von uns ist mal zu denen gewechselt und hat jetzt natürlich Schiss um seinen Job. Mit seiner Hilfe organisieren wir uns dort die nötigen Mehrheiten. Gut. Woher das plötzliche Vertrauen? Ich brauche Ihnen nicht zu vertrauen. Sie sind jetzt dafür verantwortlich, dass die Übernahme läuft. Wenn es klappt, stehen wir beide gut da. Wenn Sie scheitern, bin ich Sie los. Win-win. Sie kennen meine Philosophie. Vertrauen heißt Sympathie mal Kompetenz. Ich würde Ihnen empfehlen, nicht nur die Qualitätsprobleme zu adressieren, sondern Sie müssen ein umfassendes Konzept auf den Tisch legen, das vorwärts denkt, das den Kunden mitnimmt auf einen Weg in die Zukunft, auf den Sie ihn begleiten werden. Ich denke an Versicherungen, Garantien, vielleicht Dienstleistungen, die Sie aus anderen Ländern multiplizieren können und auch diesem Kunden anbieten können. Es scheint mir eklatant wichtig, dass Sie den Entscheidungsträger wirklich am Tisch sitzen haben, wenn Sie dort vor Ort sind. Okay. Bereiten Sie für dieses Gremium und für den CEO eine enthusiastische Präsentation vor. Amerikaner lieben leidenschaftliche Mitarbeiter und Kooperationspartner, die volles Commitment zur Sache zeigen. Das sind meine Empfehlungen, die so ein bisschen aus der Erfahrung mit anderen Kooperationspartnern und insbesondere im Key Account Management herauskommen. Ja, dann danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ich wünsche viel Erfolg in den USA und wenn irgendwas ist, was wir tun können, bitte einfach melden. Alles Gute und ciao. Gut, tschüss.
Ja? Ich habe eine Nachricht von Ihrem Mann bei Deckard Industries. Die Chinesen haben ein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt. Uns läuft die Zeit davon.